Guten Morgen. Ich habe heute vor, einmal meine Morgenroutine vor der Arbeit zu filmen. Und ja, ihr habt gerade schon ein Stückchen gesehen, wie wir wach werden und was wir dann als erstes machen. Tiny bekommt dann ihr Fläschchen und in der Zeit habe ich kurz Zeit, mich fertig zu machen, Zähne putzen, Gesicht waschen. Mein Freund, der steht immer schon um 6:30 Uhr auf und geht dann zur Arbeit. Jetzt haben wir es 7:03 Uhr. Zu unserer Schlafsituation, also Tiny schläft oft bei uns im Bett, die wird nachts irgendwie wach. Und bevor wir dann da stundenlang versuchen, sie wieder in ihr Bettchen zu legen, holen wir sie einfach bei uns dann ins Bett, zu uns ins Bett. Ansonsten, wenn sie in ihrem Bett durchschläft, dann überwache ich sie quasi mit dem Babyphone. Und das ist das Babyphone von Babymonitor. Das wollte ich nochmal eben erwähnen, weil ich das zugeschickt bekommen habe und sehr davon überzeugt bin. Also am Anfang fand ich es ein bisschen skeptisch, aber jetzt finde ich es sehr cool. Man kann einfach nur, ja, wenn man möchte, nur mit dem Ton hören, wie ein ganz normales Babyphone oder aber halt eben auch mit Video. Man kann zu dem Baby sprechen, wenn man es möchte. Das mache ich aber nicht. Man kann heranzoomen. Was ist los? Jetzt ist ja knitterig. Man kann sogar Musik abspielen und so, aber das mache ich alles nicht. Wollen wir den Schlafsack mal aufmachen? Ja. Ja, und jetzt geht der ganz normale morgendliche Wahnsinn weiter. Wo sind deine Füße? Und wo ist der andere Fuß? Da ist ja mal der gleiche Fuß. Super. Wie macht die Eule? Oh. Und wie macht der Hund? Die Katze. Vielleicht habt ihr schon in anderen Videos gesehen, aber ich werde jetzt mal hier oben Werbevideo dauerhaft einblenden. Einfach nur, ja, ich brauche es glaube ich gar nicht mehr groß zu erläutern. Das ist jetzt bei mir schon in aller Munde. Einfach nur, weil man Marken erkennen kann. Ich die aber auch selbst bezahlt habe oder selbst gekauft habe. Ja, muss man denn jetzt halt ständig Werbevideo schreiben? Zumindest ist es so bei Instagram und ich glaube, es wird auch bald so eben halt bei YouTube kommen. Und ja, damit ich auf der sicheren Seite bin, schreibe ich das einfach oben links in die Ecke. Wenn ich Produkte zugeschickt bekommen habe, als hier zum Testen, so wie das Babyphone, dann sage ich euch das, damit es halt eben transparent bleibt. Wenn ich Produktplatzierungen mache oder wenn ich, ja, wenn ich dafür bezahlt werde, Produkte vorzustellen, dann sage ich euch das auch.
putzt sich von allein die Zähne, auch eher schlecht als recht, aber sie akzeptiert es kein Stück, dass ich da mal hinterher putze, fängt sie direkt an zu weinen, macht den Mund zu, verkrampft und deswegen lasse ich es momentan auch so, dass sie sich da selber so ein bisschen, das ein bisschen kennenlernt. So, jetzt haben wir es 7:30 und jetzt können wir runtergehen und frühstücken. Das Zimmer habe ich gerade ganz schnell provisorisch einmal fix aufgeräumt, aber auch nur, weil Zeit da war. Das mache ich nicht jeden Morgen, keine Sorge. Ein Knutschi, wie jeden Morgen. Super. Wenn es gut läuft, im Idealfall, beschäftigt sie sich jetzt alleine morgens. In der Zeit kann ich meine Eier machen und mich nachher schminken. Muss man ja hier so ein bisschen, ne, nachhelfen. Und ja, wir werden sehen, wie es heute Morgen abläuft. Erstmal jetzt Kaffee. So, der Kaffee läuft und in der Zeit räume ich hier so ein bisschen auf, was gestern Abend liegen geblieben ist. Weil wir das Geschirr abends nicht in die Spülmaschine räumen, weil das zu viel Krach macht und wir Angst haben, dass da schon Tiny wach wird. Deswegen mache ich das meistens dann noch morgens. Das sind aber eigentlich immer nur diese beiden Teller, wenn nicht gerade komplett die Bombe eingeschlagen ist und dann noch so ein bisschen was hier halt in der Spüle liegt. Aufschnitt. Kaka, musst du AA machen? Sie meldet sich nämlich jetzt mal, wenn sie AA machen muss und sagt dann Kaka. Aber manchmal ist es auch einfach nur ein kleines Püpslein. Das kann sie noch nicht so richtig unterscheiden. Ich denke jetzt in der Zeit, wo ich mir zwei Spiegeleier mache, trinke ich den Kaffee, räume halt hier so ein bisschen auf. Es ist mittlerweile 7:40. Wir liegen gut in der Zeit heute. Wir kommen trotzdem immer zu spät zu Oma. Hast du da noch einen Jesekringel gefunden? Ja, den kannst du essen. Nein, wieder in die Dose. Gut, für später, ne? Ich hatte doch Bock auf 3 Eier. Also morgens esse ich entweder 2 oder 3. Seit Jahren schon. Und ich habe kein Cholesterin. Zumindest keinen zu hohen Cholesterinspiegel. Vielleicht kann ich auch mal kurz was dazu erzählen für diejenigen, die mich jetzt noch nicht so gut kennen. Ich arbeite momentan noch halbtags, sprich ich mache 20 Stunden die Woche und das an 2 Tagen verteilt. Also ich mache montags und mittwochs 10 Stunden. Hört sich viel an, ich bevorzuge aber lieber das, als jeden Tag auf die Arbeit zu fahren. Und in der Zeit wird Tiny von der Schwiegermama aufgepasst. Und ich finde es besser, wenn sie dann den ganzen Tag da ist, als immer wieder hingebracht zu werden, rausgenommen zu werden, dann hier sich wieder einfinden zu müssen. Also ich finde es besser, wenn sie dann den ganzen Tag da ist. Ist zwar viel, auch für mich im Büro, aber ich finde die Lösung wesentlich besser, als wenn man da jeden Morgen hinfahren müsste und Tiny sich jeden Morgen auf irgendwas einstellen müsste, wegzugehen oder so. Deswegen habe ich es an so wenig Tagen wie möglich versucht einzurichten. Das hat auch geklappt. Jetzt ab September, also wenn die Schule wieder losgeht nach den Ferien, werde ich Vollzeit wieder arbeiten, so heißt es. Und zwar arbeite ich in einer Schule, die auch ein Internat hat. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dort eine Nacht zu schlafen und das wird mir einen Bürotag komplett wegnehmen. Und deswegen mache ich dann ab September, hier in Frankreich hat man eine 35-Stunden-Woche. Und zwar mache ich dann 3 Tage im Büro und schlafe eine Nacht im Internat und passe halt die Schüler auf. Ja,
und komme dann halt eben halt so auch auf meine 35 Stunden, bin aber nicht die ganze Woche weg. In der Nacht, wo ich dann im Internat schlafe, ja, passt mein Freund sie dann auf, da der aber morgens immer schon um 5:30 aus dem Haus muss, weil der sehr früh anfängt zu arbeiten, kommt dann die Schwiegermutter so lange hierhin und wartet dann hier unten im Wohnzimmer oder so, bis Tiny wach wird. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir machen es so, dass wir Tiny dann immer an dem Tag vorher abends zur Oma bringen und dass sie dann dort schläft. Wobei ich es besser fände, wenn sie hier schläft, weil sie die Nacht ja, wie gesagt, noch nicht jedes Mal durchschläft und ich der beiden, Tiny sowie der Oma, nicht jedes Mal dann einmal pro Woche die Nacht quasi rauben möchte. Deswegen, ja, glaube ich, finde ich es besser, wenn sie hier schläft und die Oma dann morgens kommt. An den anderen Tagen bringe ich sie dann morgens bald zur Tagesmutter. Wir haben eine Tagesmutter gefunden, eine sehr liebe, die passt insgesamt 4 Kinder bei sich zu Hause auf. Und das ist in Frankreich ganz streng geregelt. Da kommen Leute vom Kinderheim, vom Kinderarzt, da kommen verschiedene Institutionen und gucken sich dann zu Hause an und beurteilen, wie viele Kinder du aufnehmen darfst, ob du überhaupt Kinder aufnehmen darfst, was du eventuell verbessern müsstest, was du nachkaufen musst. Jeder hat sein eigenes Bett in einem abgetrennten Raum, jedes Kind. Und ja, morgens gehen die meistens raus zum Spielen oder so. Dann gibt es Mittag halt Mittagessen zusammen, dann werden die Kinder schlafen gelegt. Und ja, am Nachmittag spielen sie halt wieder ganz normal, bis dann die Eltern abends kommen und die Kinder abholen. So läuft es hier in Frankreich. Was ist? Hängst du fest? Hast du Angst vor dem Stuhl? Hast du Angst umzukippen? Ja, super. Super. Es kostet, also wir haben ja jetzt, da wir sie nur 2 Tage die Woche abgeben, quasi nur halbtags. Man muss halt die Wochenzahl angeben, also je nach Wochen. Wenn ich sie jetzt nicht die Ferien abgeben würde, sprich die Mindestanzahl an Wochen, das waren glaube ich 36 Wochen, wenn ich mich recht erinnere, 2 Tage die Woche lagen wir bei zwischen 500 und 600 Euro. Eigenleistung müssen wir aber nur maximal 50 Euro zahlen. Der Rest wird halt vom Staat übernommen. So, und jetzt draußen krachen, jetzt höre ich auch zu labern. Kommando. Das Windelwechselkommando. Hiermit möchtest du spielen? Oh. Oder hiermit? So, meist creme ich sie dann morgens nochmal mit so einem mit so einer Creme ein, die gegen Mücken ist. So, das riecht nach Zitrone. Das ist auch extra für Babys. Extra für Kinder. Anti-Mustik aus der Apotheke. Tack, 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 tack. So. Fertig, Deckel drauf. Genau. Super. Und zudrehen. Zudrehen. Na, nicht in den Mund. Wenn es dann aber schon... eklig, ne, im Mund. Wenn es dann aber zu spät ist, haben wir dieses hier auch für Kinder. Das ist halt, wenn sie schon gestochen wurde. Und sie wurde jetzt hier am Knöchel. 2-mal durch den Schlafsack durch, obwohl der Schlafsack war. Also wie gesagt, das ist jeden Morgen etwas anders. Manchmal sind wir früh dran, manchmal sind wir spät dran. Heute liegen wir gut in der Zeit. Tiny ja, macht sich da im Koffer bequem und ich habe hier noch eine ganze Ladung Wäsche, die ich wegfalten muss.
Ja, das mache ich jetzt noch schnell. Deine schönen Bücher. Wo sind deine ganzen super Bücher? Da, ne? Wo ist das Krokodil? Krokodil. Wo ist das Krokodil? Das ist der Tiger. Das ist der Elefant. Falsch rum, ne? Genau, so herum. So, es ist Viertel nach. Wir sind soweit. Wir müssen jetzt nur noch Schuhe anziehen. Guck mal, wo sind sie denn? Hier sind doch deine Schuhe. Mami ist in Frankreich Oma, ne? So, ich muss mir auch noch meine Schuhe anziehen. Welche werden es heute? So, das war's mit unserer Morgenroutine. Etwas, ja, gar nicht stressig fand ich. Ich kam mir immer ein bisschen stressiger vor, aber heute ging's irgendwie. Wie gesagt, es ist ja auch jeder Morgen anders. Und ich leite sie jetzt ins Auto und dann fahren wir zu Oma und dann fahre ich zur Arbeit. Es ist jetzt 20 nach und 20 nach 8. Um 9 muss ich auf der Arbeit sein, deswegen passt es ganz gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!